Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Vol'jin, Sohn von Senjin, anzunehmen bei Meister Gadwin in Suldazar an dieser Position. Die Vorquest hiervon ist einen Waffenanführer Evan. Quest gehört auch zum Erfolg Geister mit euch, der gefallene Häuptling. Quest ist angenommen. Sollte euch mein Video helfen, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben und oder meinen Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen und motiviert mich, weitere Quests aufzunehmen und hochzuladen. Nun darf man hier diese Opferflamme benutzen. Nun darf man zuhören, falls man mag. Ansonsten kann man direkt zur nächsten Flamme laufen. Bring die Dunkelsperre heim, auf die Inseln und hör wieder deine Trommeln. Trink wieder deine Opfergaben. Der Sohn von Senjin schwört es dir. So, nun laufe ich zur nächsten Flamme. Ich töte aber erst diese Gegner. So, hier ist die zweite Flamme, die man benutzen darf. Als Sandala die Trollstämme vereinen wollte, wählte Vol'jin die Sicherheit von seinem Volk, nicht die dunklen Mächte vom Propheten. Damals war Suls Vision von einem großen Trollimperium verlockend für meinen Vater. Ich bin erfreut, dass der Kriegshäuptling einen Blick fürs große Ganze hatte. Das war's anscheinend auch schon. Weiter geht's. Zur dritten Flamme. Hier kommen auch Gegner, die ich zuerst töte. Und Opferflamme benutzen. Als klar wurde, dass Kriegshäuptling Garrosh keine Ehre besaß, führte Vol'jin Rebellion, um den Kriegstreiber abzusetzen. Es ist schwer, das zu tun, wozu die Anführer nicht bereit sind. Und wie ihr seht, Quest ist bereit zur Abgabe. Aber erst sobald die NPCs angekommen sind an ihren Positionen. Ja, heute noch? Anscheinend verbuggt. Ah! Also, wie ihr seht, ich musste ein bisschen warten. Quest ist abzugeben bei Prinzessin Talanji in Suldazar an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao!